Ich erkenne das traurige Nest. Dort der Wald von Konradsweiler und rechts das Dach der Peterschen Scheune. Klar! Die Tschachanaschian! Die Tschachanaschian! Die Kleribescher! Die Kleribescher! Der gemischte Kurs! Die Kunststumme! Wo sind die Bänke? Die Tische noch nicht aufgebaut? Die Blumen die sind nicht aufgebaut! Wo ist der Mondleiter? Die Stadtmusik! Wo ist die Stadtmusik? Vorhang auf, wir dürfen Ihnen auch in dieser Spielzeit neue Inszenierungen am Deutsch-Sorbischen Volkstheater in Bautzen vorstellen. Diesmal der Besuch der alten Dame von Friedrich Dürrenmatt, ein Puppentheater für Jugendliche und Erwachsene. Bei mir ist Stefan Siegfried, er führt Regie. Schönen guten Tag. Hallo. Sie dürfen ab November das Bautzener Puppentheater leiten und es ist aber auch nicht Ihre erste Regiearbeit in Bautzen, aber die erste für Erwachsene. Was ist da neu für Sie und das Publikum? Also zuallererst mal ist neu, dass ich zwar nur die gleiche Probenzeit zur Verfügung habe, das Stück aber mindestens doppelt so lang ist wie vorher die Kinderstücke, die ich gemacht habe. Das heißt, es ist plötzlich gar nicht mehr so viel Zeit dafür da, sich mit dem Stoff in der Probenarbeit auseinanderzusetzen. Das ist aber zum Beispiel nur ganz privat für mich neu. Fürs Publikum neu ist zum Beispiel die Form, die wir gewählt haben. Alle Puppenspieler tragen Masken. Masken, die es in dieser Form vorher noch gar nicht gab, die hat Marita Bachmeier, unsere Ausstatterin, erfunden. Da hat sie vorher ein bisschen rumexperimentiert. Eine Form, die mich unglaublich fasziniert, wo Ausdrücke entstehen, die ich so vorher noch nicht gesehen habe. Ich hatte noch nie so viel Spaß, bei einem Stück, was ich inszeniert habe, immer wieder zuzugucken, immer wieder hinzugucken. Und ich habe aufgehört, Kritik selber aufzuschreiben, sondern teile sie nur noch meiner Regieassistentin mit, weil ich keine Sekunde mehr verpassen will von dem, was auf der Bühne in den Proben passiert. Dürrenmatt schrieb das Stück 1955. Was ist daran heute noch aktuell und mit welchen Mitteln bringen Sie es auf die Bühne? Ein Stück davon haben Sie erzählt. Ja, also aktuell ist dieses Stück immer noch, beziehungsweise ich habe das Gefühl, es wird mit jedem Tag aktueller, weil ganz klar die Frage aufgestellt wird, wie weit bin ich bereit zu gehen, mein Glück zu realisieren auf Kosten anderer. Also die Güllner werden ja vor die Wahl gestellt, wenn ihr den Il umbringt, bekommt ihr eine Milliarde, eine Summe, die sich im realen Leben ja gar niemand wirklich vorstellen kann. Und Güllen ist in den letzten Jahrzehnten, die Stadt, in der das Stück spielt, sehr verarmt. Die Leute haben keine Arbeit mehr, die haben kein Geld. Das einzige Vergnügen, was sie noch haben, ist Zügen nachzuschauen, die natürlich auch nicht mehr halten, sondern nur noch vorbeifahren. Und jetzt ist es vermeintlich natürlich erstmal ein kleines Opfer zu sagen, hey, wenn wir eine Person opfern, die ja auch damals etwas Scheiße gebaut hat, wenn dafür die gesamte Stadt wieder floriert, alle Bürger wieder mehr Geld bekommen. Und ich glaube, dieses Gefühl, abgehängt zu sein heutzutage, als Stadt, als Region, kennen wir alle ziemlich gut. Dieses Gefühl, dass mehr Geld reingesteckt werden müsste in Projekte, in verschiedene Dinge, in die Stadt, in das Umland. Und wir sehen leider auch heutzutage immer wieder, dass es vielen Menschen inzwischen egal geworden ist, wie es anderen geht, solange es mir selbst gut geht. Wenn wir über das Abgehängtsein sprechen, dann sei ja trotzdem mal die Frage erlaubt, wie Sie auf die Idee gekommen sind, nach 4 Jahren in eine Region zu kommen, die zumindest nicht super floriert. Ich habe mich hier immer sehr wohl gefühlt. In Bautzen. Ich habe 2,5 Jahre hier gelebt und gearbeitet. Das Deutsch-Sorbische Volkstheater hat mir damals eine Heimat geboten und die Nähe zum Publikum, die hier vorherrscht und das Publikum, dieses Theater so liebt, hat mir unglaublich gut getan. Das war nicht ganz so dort, wo ich die letzten 4 Jahre verbracht habe, die Nähe zum Publikum. Und diese Nähe ist es auch, die mir die Hoffnung gibt, etwas bewirken zu können mit den Geschichten, die wir erzählen. Und gerade das ist ja eine Geschichte, die an die Menschlichkeit appelliert. Und ich glaube, dass ich hier im Theater mehr erreichen kann,
das Publikum besser erreichen kann als woanders. Also ich würde dich bedanken für das Gespräch. Der Besuch der alten Dame hat in den nächsten Tagen Premiere hier am Burgtheater in Bautzen. Noch mehr Infos auch zu den Aufführungsterminen finden Sie im Internet unter www.theater-bautzen.de. Wenn wir auch aus einer großen Gefahr errettet wurden, so beklagen wir dennoch den Tod einer so kostbaren zoologischen Rarität. Und deshalb wollen wir einen Choral anstimmen, eine Trauerode. Es wird sich wohl kaum vermeiden lassen. Stimmt an. Oh. Schweigt! Was soll dieser Trauernde sagen? In Anbetracht des Todes des schwarzen Panthers. Auf mich? Auf meinen Tod gibt er dieses Lied? Ich darf doch wohl bitten. Pack euch. Schert euch nach Hause. Alfred. Warum störst du denn die Leute? Sag doch, dass du Komödie spielst, dass das nicht alles wahr ist, was du verlangst. Eigenartig, ich war auch auf einem Balkon, als wir uns das erste Mal sahen. Du standest da und schautest hinauf zu mir. Ich bin verzweifelt, Clara. Ich bin zu allem entschlossen, wenn du jetzt nicht sagst, dass das alles ein grausamer Spaß ist. Du gingst nicht weiter, startest nur zu mir hinauf. Fast böse, als wolltest du mir ein Leid machen.